Jo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Video nach der YouTube-Live-Woche. Und zwar ist das, jetzt sage ich mal ein kleines oder großes, also es ist ein Info-Video, sagen wir es jetzt also. Und zwar, es geht um die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate und auch Tage. Und zwar fangen wir erstmal mit dem großen Thema an, und zwar vom 6. bis 20. August habt ihr ja vielleicht schon gehört, dass ich da mit dem Tobias und seinen Eltern nach Dänemark fahre. Und ich habe davor, jeden Tag ein Video zu machen, was wir so getrieben haben und so. Also 14 Videos. Ein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich die von Dänemark aus hochladen kann. Wenn nicht, werden die erst danach kommen, und zwar ab den 21. August wird dann ab da jeden Tag ein Video kommen. Und ja. Dann die nächsten Tage wird jetzt erstmal kein Video kommen, da ich jetzt auch mal eine kleine Pause brauche durch die YouTube-Live-Woche. Die hat mich doch ganz schön gestresst, finde ich. Ja. Höchstens eine Woche wird jetzt eine Pause sein. Und ja, ich überlege gerade. In Dänemark werden wir dann wahrscheinlich auch eine Fußball-Challenge drehen, weil da genau nebenan ein Fußballplatz ist. Ja, mal schauen, ob ich da extra Video mache oder das mit ins Video schneide. Ja, Fußball Challenge XXL. So wie wenn du eierst, XXL im Ausland. Nein, Spaß beiseite. Ja. Also wie gesagt, jetzt wird die nächsten Tage wird erstmal kein Video kommen. Auf jeden Fall ab 6., am 5. August wird auf jeden Fall eins kommen, weil ich da auf dem Konzert bin und da ein bisschen filmen. Also jetzt nicht genau das Konzert, weil es ja gar nicht erlaubt ist, glaube ich. Ja. Hätte ich sagen. Ah ne, noch was. Und zwar heute in der dritten und vierten Stunde, Schulstunde, war das Projekt Mobbing bei uns in der Schule. Und zwar haben die einen Film gezeigt, der ging 40 Minuten, der heißt Stopp. Einfach nur Stopp. Ja, den Film haben wir angeschaut und dann noch ein bisschen diskutiert über Mobbing. Also der Film geht über Mobbing. Ja, der Film war wirklich gut. Vor allem Respekt. Die haben, was haben die gesagt? 900 Stunden haben die gebraucht für den ganzen Film. Also schreiben, drehen, schneiden, und das sind gerade mal 21-Jährige oder so. Also wirklich Respekt. Die haben Facebook-Seite und YouTube-Kanal, das werde ich unten verlinken. Schaut da vorbei. Und da war auch ein Kamerateam dabei vom Frankenfernsehen. Da wird dann morgen um 18 Uhr eine Reportage oder so ähnlich kommen. Oder in den Nachrichten. Ich weiß nicht genau. Noch mal schauen, oder ja, auf jeden Fall wird da morgen das kommen. Könnt ihr mal reinschauen auf Frankenfernsehen, wird es kommen um 18 Uhr morgen, also am Mittwoch. Heute ist Dienstag. Und ja, okay, ich werde es auch heute jetzt noch hochladen. Ja. Das war's jetzt auch mit dem Video. Das hätte ich sagen. Etwas längeres Infovideo. Auf jeden Fall hätte ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.